Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und das ist der Hannes. Also, moin. Das ist ein Becher, aber das ist der Hannes. Und das sind sogar zwei Becher. Kannst du dir mal einen rausnehmen, Hannes? Habt ihr den Trick gesehen? Zwei Becher aus einem Becher. Wir haben hier lauter Kölsches aufgebaut, denn die Shenaya, die schickt mir ja immer Kölsch. Das hier kennt ihr bestimmt, das ist das Gaffel-Kölsch. Das trinke ich immer am Montag im Stream. Dann gibt es das Reisdorf-Kölsch, das trinke ich auch immer montags im Stream. Und das Früh-Kölsch, was ich besonders toll fand vom Design her und gesagt habe, das sieht aus wie so Campino-Bonbons. Jetzt hat sie gesagt, sie hat extra mal geguckt, was es sonst noch für Kölsches gibt und hat ein Kölsch-Paket zusammengestellt. Da ist jetzt auch das hier dabei. Limo verführt Kölsch. Das ist nämlich Gaffel Lemon Kölner Naturradler. Dann ist es noch das hier. Ja, das ist so sortiert extra. Das finde ich auch gut, weil das auch so ein richtig tolles Design hat und so eine rote Dose mit so goldener Schrift, Pferdchen drauf, alles. Das ist das Ritschmodis Kölsch. Und dann haben wir hier sogar noch eine Flasche. Und das ist Schreckenskammer Kölsch. Das ist auch das härteste, kräftigste und schlimmste von allem, was hier steht. Erwartet aber nicht zu viel, das hat eigentlich alles nicht so viel, ist halt nur Kölsch, ne? Wir werden jetzt mal probieren, der Reihenfolge nach, werden wir euch nochmal zeigen, welche wir da zuerst haben, welches wir dann trinken, werden auch nochmal vorlesen. Yossala, bui, welche Prozente da drauf sind, die stelle ich jetzt einmal kurz von uns weg. So, sonst haben wir nämlich keinen Platz. Dann nehme ich das nochmal an mich, dann zeige ich euch das nochmal. Das ist also die Gölsch, die Gölschlein, die wir uns jetzt reinschlotzen, ne? Genau. 6 Gölsch, Dosen, Flaschen, wie auch immer, alles dabei. Ihr bleibt jetzt hier stehen und wir fangen gleich an mit dem Gaffel Lemon. Wie gefällt dir das Design? Sieht eigentlich sehr nice aus. Mal was anderes, nicht so... Da ist ein Fahrrad drauf, verstehst du? Und hier ist ein Schmetterling, ne? Weil das ist ein Zitronenfalter. Das ist ja Lemon, Zitronenfalter, Radler, Fahrrad. Also, wir machen das jetzt mal auf. Schönes Design. Füllen das mal ein. Sieht eigentlich aus, wie jetzt hätte es Eistee. Eistee wieder von irgendeiner TikTok-Tussi oder irgendwas. Könnte auch sowas sein. Wir schenken jetzt mal hier ein, dem Ramses. Dann dem Hannes. Wir haben es jetzt verschwitzt, leider irgendwelche Gläser zu holen. Weil in den Gläsern hätte man ja eigentlich besser gesehen, auch wie die Farbe aussieht und alles. Das ging jetzt leider nicht. Die Becher sind auch so klein, da passt noch nicht mal eine Dose Bier rein. Das heißt, es wird sich jetzt alles noch ein bisschen in die Länge ziehen. Und wie viel hat's? Biermischgetränk aus 60% Limonade mit Zitronensaft, 7%, 40% Gaffelkölsch. Mit insgesamt 2,0% in dieser sommerlichen Dose Gaffel, Kölsch, Gaffel, Radler. So, so riecht es nach Lemon. Prost. Das riecht wie Spülwasser. Sieht auch aus wie Spülwasser. Ja, schmeckt wie Spülwasser. Das beste Spülwasser, was ich bisher hatte. Ja, definitiv. Das heißt, weil die Dose aber noch nicht leer ist, damit wir uns noch ein bisschen den Geschmack reinziehen können, müssen wir natürlich jetzt den Rest auch noch einschenken, weil das muss ja jetzt leer sein. Wir können ja nicht die Dosen hier stehen lassen, dann gehen noch die Fliegen ran. Genau. Und deswegen müssen wir die Dosen dann mitnehmen. So, das war die Nummer 1. Ist an sich, ja... Naturradler. Das heißt, ich kenne Natur drüber, aber Naturradler. Gibt es etwa auch Kunstradler oder wie? Was schmeckt, dann hast du Lack gesoffen, sagen die dann immer, wenn du Kunstradler trinkst. Es könnte halt nur wieder ein bisschen kühler sein, frischer. Also gekühlt, frisch gekühlt, Kühlschrank, sowas. Wisst ihr, was ein Kühlschrank ist? Genau. So macht man das eigentlich. So ist es halt sehr schaumig auch. Ja. Fast wie eine Sprite. So ungefähr, wegen ja. der Zitronenlimonade. Aber ziemlich dann, süß. Das, ich finde, da merkst du nicht so viel vom Bier als vom, von der Lemon.
sind ja immerhin 7% Lemon. Also ist mehr als 93% Bier, obwohl von dem Bier ja nur 60% drin sind. Was ist denn dann der Rest? Luft. Wasser. Mit Wasser noch gedünnt, verdünnt. Ja. Und das passt auf jeden Fall sehr gut, weil das war ja das Gaffel Lemon. Und jetzt kommt nämlich das Gaffel Gulch. Das hat hier so eine dunkelblaue Dose, die sieht auf jeden Fall sehr gespenstisch aus. Seit 1908. Bier, Kölsches Bier von der Privatbrauerei Gaffel Becker & Co. Und hat, hier ist 1. FC Köln, da ist noch der Geißbock Sponsor, drauf. Sponsor vom 1. FC Köln, genau. Das hat 4,8%. Versteht ihr? Das steigert sich. Und das zweite hat schon 4,8. Ja, Hannes, du darfst mal die Dose aufmachen. Wir müssen uns immer abwechseln. So, magst du einen schenken? Ich schenke einen. Das ist super. Ich bin dann beim Reisdorf wieder dran, am Schalter, am irgendwas. Ich muss mal die Kamera begutachten, falls die Kamera nämlich ausgeht. Wir haben noch einen Ersatz-Akku dabei. Und eigentlich soll das gemütlich werden, aber ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man dann immer sieht, ah, der Akku ist gleich leer, ah, es nimmt schon so lange auf, will man dann immer ein bisschen zügiger machen, dann muss man mehr trinken, schneller trinken, aber eigentlich ist es ja ein professionelles Tasting. So. Ist es jetzt leer oder was? Nee, nee. Siehste, das heißt, wir müssen eh immer zweimal einschenken. Auf jeden Fall. Ja, das riecht auf jeden Fall nicht nach Radler. Nee, Prost. Von der Farbe her sieht es auch aus wie ein blauer Becher, wie das andere vorhin. Und alles voll Schaum wieder mal. Es schäumt, Hannes, es schäumt. Na, definitiv. Da muss ich sagen, da hat mir im Anhieb hat mir das Radler gerade besser geschmeckt. Ja, das muss ich aber auch sagen. Aber du wolltest was Positives sagen gerade. Komm, jetzt steh dazu, dass du das gerade in den Himmel heben wolltest. Das wollte ich auch sagen, aber ich finde, dass das irgendwie anders schmeckt. Das ist mal ganz ein neues Kölsch, was ich jetzt... Schließlich ist das Bier ja auch in dem Radler drin gewesen. Das heißt, wenn ihr Radler machen wollt, nehmt einfach das Bier. Ja. Weil es ist ja das, was du sagst, halt in dem Gaffel... Aber es Radler, ist du hast das Bier kaum richtig geschmeckt. Ja, richtig. Die Zitrone war sehr präsent, jetzt trinkst du das. Es ist sehr auch, angenehm. Das ist sehr angenehm. Es ist halt, es ist halt Kölsch. Es ist halt so, es ist sehr leicht. Ja, Kölsch, die haben sowieso, da sind wir Bayern besser mit Bier bestimmt als die Kölner. Da schwimmt immer die Weißwurst drin im Kessel, richtig. Wenn die Bier brauen. Genau. Wir hatten die Weißwurst da drin reingeworfen. Ach so, die muss ja rein. Genau. Ja, richtig. Nee, aber... Kölner, die haben ja meistens immer leichte Biere, also die sind nicht so herb wie Die haben leicht Bayern. Einen an der Birne, ja, das auch, leichte aber Biere. Aber, nee, aber die sind einfach leichter, die sind nicht so wie in Bayern, dass die halt so richtig kräftig nach Hopfen oder nach Dingen schmecken. Ist nicht herb, nein, ist nicht richtig bitter, genau. Es ist nicht auch herb. Kein Peter, es ist einfach ein leichtes, wässriges Kölsch. Ja, richtig. Ach, ihr seht es schon schlecht. Kölsch. Ist ja Wasser im Bauch. Runter mit dem Kölsch. Ich tue am Ende immer nur den Restschaum, der da rumfliegt, mal kurz wegsprüdeln. Jo. Solange es keiner sieht, ist alles gut. Dann kommen wir zum dritten. Das dritte ist das Reisdorf-Kölsch. Finde ich auf jeden Fall schon sehr interessant, weil es eine rote Dose, die fällt auf jeden Fall direkt auf. Finde ich vom Design, gefällt mir das besser als das andere. Ja, ja. Gebraucht nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516. Das haben sie erst 1908 erfunden. Das hier ist schon seit 1516 am Start. Also das Gebot hat auch 4,8%. Ihr seht, wir steigern uns. Bier bewusst genießen. 25 Cent Pfand und mehr sehe ich da jetzt irgendwie gar nicht. Also, da waren aber hier mehr Infos. Da stand ja wenigstens noch... Köstliches Bier von der Privatbrauerei Gaffel Becker & Co. Und das ist einfach, weniger ist mehr an der Beschreibung, am Text. Mehr. Hauptsache ja. HR. Ja, und HR steht für was? Weiß man auch nicht. Bier bewusst genießen steht da drauf. Ja, aber das steht ja eigentlich überall als Verbrauchshinweis.
dass es dir halt nicht reinschüttest und dann noch mit deinem Moped zur Arbeit fährst, sondern dass du halt gleich auf Arbeit trinkst, damit du schon da bist. Ach, das war jetzt aber ein Fehler. Auf jeden Fall, oh, das fällt mir jetzt erst auf, das ist die einzige Dose, die einen goldenen Kopf hat. Also einen goldenen, guckt euch das mal an. Das ist alles Silber, Silber. Hier ist zwar ein goldener Nibbel, aber das, die ist herrlich. Guck dir die an, die sieht richtig gut aus. Das ist das Reisdorf-Kölsch, da haben sie ordentlich was gerissen. Ansonsten müssen wir schnell trinken, sonst vergessen wir ja wieder, wie das davor geschmeckt hat. Oh, wir stoßen immer zu den Samyang-Nudeln auf. Wir haben wohl extra zwei Packung Nudeln gegessen, jeder. Das ist, macht sich jetzt bemerkbar. So. Das schmeckt irgendwie wie bei uns das Doppelbock. Das Doppelbock? Ja. Wie viel hat denn euer Doppelbock? Auch 4,8 nur? Nee, unser Doppelbock. Wie ein leichtes Kölsch? Ja, Starkbier ist das. Das hängt. Das hab ich auch schon bei. Du findest das vom Geschmack jetzt auch stärker als das davor? Nur vom Geschmack. Ja, stärker nicht, aber. Es ist. Die Kamera sackt ab. Moment. Das hält nicht mehr. Ihr fahrt immer runter. Bleibt mal hier oben, ja, Jungs. Nee, es ist schon leicht, aber es schmeckt halt herber irgendwie. Das Reisdorfer. Es ist ein bisschen herber. Das lassen wir mal so durchgehen. Ich dachte, das kommt davon, je mehr man trinkt, desto herber wird's. Aber ja, das kann auch sein, aber. Das goldene Kopf von dem Bier hat uns auf jeden Fall gezeigt, das geht hier schon ein bisschen in eine andere Richtung, geschmacklich. Ja. Nicht jedes Kölsch ist gleich, lasst euch das gleich mal vorweg gesagt sein. Kölsch ist nicht gleich Kölsch, es gibt die Eins und die Anderen, es gibt die Gabels und die Reisdorfs. Und so. Die früher. Ich fand nämlich zum Beispiel, das erste hat weniger Geschmack wie das jetzt. Ja, das stimmt, ja. Da hast du schon mehr das Gefühl, ein Bier zu trinken. Wenn die Leute mal sagen, oh, das ist mir so wässrig oder das hat so wenig Geschmack, dann werdet ihr bei dem Reisdorf wahrscheinlich auf ein bisschen mehr Geschmack stoßen als bei dem Gaffel. Was jetzt aber trotzdem immer noch nicht so herb oder so bitter ist im Vergleich zu vielen anderen. Ist trotzdem immer noch gefühlt ein leichtes Bier. Ja. Ja, ja. Der Hannes, will doch einfach nur trinken. Guck, abgeben? Es ist mild, aber es ist halt im Geschmack her, aber einfach. Wie gesagt, das erinnert mich halt einfach an unser Doppelbock. Ach so, ach nee, doch, ist schon leer. So, ich sage, jetzt habe ich es einfach da reingestellt, aber das war ja richtig. Es ist ja fertig mit der hier. Jetzt kommt eigentlich das, was ich die ganze Zeit am besten fand, das Frühkölsch. Ja, das Frühkölsch ist gut. Frühkölsch seit 1904. Herrlich, obergärig, Göllner Hofbräu früh. Dieses Design von dieser Dose fand ich besonders toll. Erinnert immer wie Campino, hat aber auch nur 4,8. Ihr seht, wir steigern uns. Und ansonsten habt ihr da 3 Millionen verschiedene Sprachen drauf. Herrlich, obergärig. Ja, das ist eigentlich auch erstmal alles, weil mindestens haltbar bis Bierboden. Bier bewusst genießen, da steht noch ein AL, ne? Alf, da ist noch F hinten dran. Na, nochmal Kölner Hofbräu früh. Du darfst es jetzt wieder aufmachen, weil. Ich sag nur so ein Arsch lecken. AL. Ich war da noch nie. In Coach. Ich sagen sie das nicht überall. Ja, das glaube ich auch, ja. Aber der Hannes darf jetzt das Frühkölsch einschenken. Ist es überhaupt richtig? Ja, genau. Da bin ich ja dann mit der. Nee, das heißt, du bist dann mit der Flasche dran am Ende. Zum Glück habe ich noch ein Feuerzeug dabei. Das wird schon funktionieren so. Was sagt die Farbe? Sie sehen ja die Farbe beim Einschenken, der Rest sieht nichts. Wir hätten halt Gläser nehmen sollen, dass man das besser sieht, wie überhaupt die sich farblich auch unterscheiden.
Ist immer noch was drin, ja? Ja. Super. Wir werden es auch heute nicht schaffen, es irgendwie beim ersten Füllen leer zu machen. So, wir können eh nichts sagen. Das heißt, wir müssen eh erst probieren. Jo. Und dann, wenn wir gegöckt haben, kommt noch das Feedback hinterher. Ist eigentlich so, wie ich es eigentlich in Erinnerung habe. Mild und schmeckt im Prinzip wie ein helles. Absolut mein Lieblingsbier in dem Maß. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich glaube, es schmeckt so, wie es sonst auch immer geschmeckt hat, aber ich weiß nicht, ich könnte jetzt keinen Unterschied. Ich glaube, wenn du mir die Augen zuhältst und sagst, ja, ich habe dir Reisdorf eingeschenkt, dann sage ich, oh ja, das schmecke ich. Und dabei war es das. Also ich glaube, ich merke zwischen den zwei jetzt nicht wirklich irgendwas. Aber wir kommen schon immer näher, dass es immer weniger rauskommt. Boah, Profis. Also ich finde es halt eher, ne, das Frühkölsch ist eher wie das Reisdorf-Kölsch. Aber nicht so wie Skaffelkölsch. Skaffelkölsch war halt das da unten so. Und die zwei sind so, das sind die gleichen. Das habe ich jetzt rausgefunden. Ja, aber da fand ich, das Frühkölsch ist milder. Milder und besser als das Reisdorfer. Ja, es wird ja nicht nur mehr Prozent, es wird ja auch Qualität nimmt ja auch zu. Naja, natürlich, da haben die auch sehr viel Hopfen drin, also in dem hier wahrscheinlich. Ich will in die Schreckenskammer kommen. Hannes, der Akku macht gleich schlapp, ich habe Angst, ich kann nicht mehr. Ich bin auch schon langsam froh. Aber das Gute ist, jetzt kein Schaum mehr drin beim zweiten. Was ist der Bruder vom Frühkölsch? Natürlich der Rich Modis Kölsch. Den habe ich bisher noch nie gehabt. Den werden wir jetzt mal testen. Aber ich glaube, zur Sicherheit werde ich trotzdem kurz den Akku mal wechseln. Nicht, dass das zwischendurch abbricht. So 3 Tage später kommen wir zurück und tun so, als würden wir weiter trinken. Schön, ja. Hannes. Yo. Warum schlägst du dich? Weil mir gerade der Rübsel genau hier oben drin hängt. Das ist die Sprite. Der ist sie immer noch. So, wir sind jetzt auf jeden Fall zurück. Also, wir konnten jetzt nicht 10 Jahre Pause machen, weil, warum eigentlich nicht? Nee, aber es wird ja gleich dunkel, deswegen müssen wir jetzt natürlich direkt weitermachen. Da ist immer noch der vollgegöckte Becher. Wir haben noch 2 da. Mann, ist die dreckig, die Dose hier oben. Das seht ihr bestimmt nicht. Aber das ist das Rich. Das ist das Rich Modis, ne? Guckt euch mal die Pferdchen an, wie die sich da knutschen. Das hat zwar Silber oben, aber einen goldenen Nipper. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516. Irgendwie verwirren die mich alle. Das deutsche Reinheitsgebot müsste doch irgendwann mal in Kraft getreten sein. Wie kann das denn auf jeder Dose ein anderes Datum haben? Das deutsche Reinheitsgebot von 1900 noch was, von 1500 noch was, von 1400 noch was. Haben die das jedes Mal neu erfunden oder was? Wahrscheinlich. Müsste es nicht immer das gleiche oder habe ich gerade einen Denkfehler? Das ist auf jeden Fall, oh ja, da steht ja ein ganzer Text drauf. In Verbundenheit zur Legende um eine Treppe, 2 weiße Pferde und eine unsterbliche Liebe ist Rich Modis Kölsch der Inbegriff leidenschaftlicher Braukunst in traditioneller, naturreiner Qualität mit einem vollendeten, feinmilden Geschmack für Genießer des kölschen Lebensgefühls. 10 Euro die Dose, wegen dem langen Text. 4,8%, falls wir so nicht gesagt haben. Ihr seid schon wieder runtergesackt, oder? Moment. 4,8% für das Rich Modis mit die 2 Pferdchen drauf. Unser kölsches Lebensgefühl. Hier sind auch so goldene Sterne drauf. Das. Achso, das ist ja jetzt. Das muss ich jetzt öffnen. Jo. Jawohl. Dann gucken wir mal, wie das schmeckt. Ich tu dir mal als erstes hier rein. Der gute Hannes. So. Wunderprächtig.
Ich glaube, das schäumt ja auch nur so, weil das ein Plastikbecher ist. Du schaffst es nicht, in einem Plastikbecher einzuschenken, ohne dass da nur noch Schaum drin ist. In einem Glas läuft das ganz anders rein und kommt auch ganz anders wieder raus. In einem Plastikbecher ist das sowieso immer nur... Hallo Hannes. Moin. Ja, ich höre schon zu. Ich bin auch da. Ja. Oh, jetzt ist er hingefallen. Toll. Kaputt. Ja, macht nichts. Das kann uns nicht passieren. Wir sitzen auf dem Arsch. Genau. So, dann probier mal. Das hat, pass auf, das hat jetzt 4,8. Ne? Ihr merkt, wir steigern uns. Prost. Prost. Komm, jetzt sag's, wie es ist. Ich halte mich zurück, du darfst sagen. Es haut nein. Es schmeckt, es oder ist, was? Ja, es schmeckt. Es ist richtig schön, schön süffig, wie man in Bayern sagt. Schön süffig. Für mich war das jetzt ein richtiger Herbert. Also ich glaube, das war das Herbste bisher. Und das war das, oder das vielleicht nicht Herbst, sondern das war das, das ist, ja, das hat irgendwie, das schlägt sich bei mir gerade auf den Magen. Wenn die anderen nur so nicht gemerkt hast, merkst du da richtig so, wenn du da mehr trinkst, oh, das ist da, das spürst du. Das sind dann, das macht einen bleibenden Eindruck, sagen wir mal so. Aber da sind ja auch zwei Pferde drin, die wurden wahrscheinlich noch nicht gut verarbeitet, deswegen waren noch Restpferde mit bei. Weil es dir so gut geschmeckt hat, darfst du natürlich gleich den Rest trinken und nachlegen, weil es ist ja dein neues Lieblingsbier. Lass ruhig alles raus. Ich kann auch so lange mich hier auf den Tisch legen, bis du wiederkommst. Ja, das halt einfach nicht raus. Der so. Runter, der hängt wieder irgendwo drin. Pferde. Jetzt. Das funktioniert doch nicht. Jetzt. Wenn dir das reicht, hier steht was von 1442. Auf der Flasche, ist das das deutsche Reinheitsgebot oder was? Wahrscheinlich. Ach, das verstehe ich nicht. 1516, 1904, 1516, 1908 und das ist noch zu jung, das hat keine... Warte, die tun sich hier aber, da steht ja 1516 und da steht auch 1516, das heißt, die sind sich einig, dass okay. Das Reisdorf-Kölsch und das Ritschmodis-Kölsch, die machen gemeinsame Sache. Oh. Da ja, können die anderen nicht mithalten, also finde ich schon ein bisschen, ne? Nee, das... So, Hannes, jetzt hör auf, Zeit zu schinden. Wir Bros. Müssen hier noch, wir müssen arbeiten. Wir werden hier nicht fürs Rumsitzen bezahlt. Aber dort oben ist es 1894. Und das Reinheitsgebot von 1516, also irgendwas stimmt ja, doch da nicht. Doch, die haben ihre Firma 18 noch was gegründet und da das erste Bier gebraut, nach dem Reinheitsgebot vom deutschen Reinheitsbraukesselmeister 15 noch was. So. Also das ist das Gesetz, auf der Grundlage von damals haben sie dann um die Uhrzeit angefangen darum zu machen. Na wunderbar. Das passt schon, weil hier steht ja auch seit 1904, das Frühkölsch gibt es ab 1904. Auf Grundlage vom Reinheitsgebot von irgendwas. Ja, gut. Wenn das aber von 1442 ist, aber das deutsche Reinheitsgebot erst 15 noch was eingeführt wurde, ist das das dreckigste Bier, was wir je hatten. Weil das ist dann halt noch mit Natursekt gebraut oder so, keine Ahnung. Deswegen heißt es auch Schreckenskammer. Obwohl hier oben steht Würzköln. Würz, aber das sind wir ja noch nicht. Moment, wir sind jetzt hier beim Ritschmodis. Ja, Zeitschinder, guck. Ja. Ah, ich ja verstehe. Schnell mal ein Bierchen trinken. So. Ja. Guck mal, ja, den ganzen Kohl noch hinten drin. Ja, das finde ich gut. Das ist gesunde Ernährung. Ach so, da ist der Becher schon näher. Ich denke, ja. Wieso trinkt er denn nicht? Wieso trinkt er denn nicht? Jetzt trinke ich halt alleine. Dabei hat er schon getrunken. Da habt ihr wieder nicht aufgepasst. Der Hannes hat sein Glas schon leer. Habt ihr gar nicht mitgekriegt, was das für ein Fuchs ist. So, jetzt als letztes haben wir diese Flasche mit diesem roten Deckel. Das tropft immer zu hier vom Bart runter. Hier steht drauf Schreckenskammer 1442. Hier oben steht Würz. Göln. Hier steht aber groß nochmal Schreckenskammer Gölsch. Und hinten
eines der ältesten Kölsch der Stadt beschert jedem Kölsch-Liebhaber einen ganz besonderen Genussmoment. Der Legende nach wurde es den Gefangenen auf dem Weg zu ihrer Richtstelle im Brauhaus zur Hengersmahlzeit gereicht und trägt seither diesen Namen. Oha. Ein kräftiges, vollmundiges, hochvergorenes, schrecklich leckeres Kölsch. Schreckenskammer.com. Ist sogar im Postfach dabei, falls ihr da mal eure... Hat 5,0%. Ihr seht, wir steigern uns. So, habt ihr das jetzt gecheckt? Wenn ihr gesagt habt, du bist morgen fällig, sauf mal noch das Bier, dann können wir dir den Kopf abhauen. Das war früher so in Köln, also da haben sie wahrscheinlich wir jetzt nichts dazu. Weil die schon so ziemlich plaudern waren da noch. Deswegen haben die früher immer Kölsch getrunken und dann war das Leben ein besserer Ort. Ach so, du bist ja dran hier, willst du es auch ich machen? Ich bin dran. Hannes, der alte Raucher, guck. Ja. Ich kann es noch nicht so elegant wie du, aber... Wie elegant? Was mache ich denn dabei? Sehr elegant. Also plupp. Ich mache da Tütata. Genau. Ganz elegant. Geht's dann auch? Nur das so. Keine Sorge, Hannes, es ist das Letzte. Danach wirst du eh hingerichtet, also das ist das Letzte. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, die Flasche ist komplett leer. Wir haben es geschafft, in die zwei Becher aufzuteilen. Na, die noch zwei. Nicht ganz. Jetzt wird. Wir müssen es schon gleich mal sehen. Ah, der Hannes hat gesehen, da war noch eine Fliege drin, die hat er noch schnell bei mir reingeschenkt. So, jetzt wird. Damit die nicht bei ihm ist. Jetzt wird. So, dann. Auf einen schönen Tod. Na, pass auf, das hat 5-0, ne? Das auf ist einen schönen Tod. Wir werden hingerichtet danach. Ich glaube, wir richten uns selbst hin, wenn es so weitergeht. Wahrscheinlich, ja. Habt ihr auch schon mal Kölsch getrunken? Was kennt ihr noch für Kölsch-Sorten? Oder was trinkt ihr so für Bier? Das war's jetzt. Nee, wir müssen erstmal trinken. Gut. Ach, egal. Prost, scheißegal. Ja. Das haut nahe jetzt noch. Ja, aber man muss die Luft rauslassen, sonst muss ich rülpsen und hier Kinder spielen. Ja. Macht man halt und dann geht die Luft auch raus und dann fällt das nicht auf. Genau. Nee, ja, aber es war nicht schlecht. Ich merke jetzt erstmal den Nachgeschmack. So. Das ist so ein bisschen brodig, so richtig malzig, so irgendwie so. Übergoren. Wasser, Gerstenmalz ist richtig schwarz geschrieben. Hopfen und Energie pro 100 Milliliter, 172 Kilojoule oder Katzel. Naja, 41. Mehrweg-Pfandflaschen. Hey! Ist sogar haltbar bis 2022. Da haben wir mal Glück gehabt. Also, ich hätte gesagt, bevor ich das trinke, sollen sie mir lieber trotzdem das Frühkölsch geben. Denn ich finde, für mich persönlich, finde ich das Design plus den Geschmack und dass es ein Kölsch ist, ist für mich die perfekte Kombination aus einem Bier, was nicht zu herb ist und nicht zu... Das passt einfach alles so. Welches war dein Liebling jetzt oder was fandest du am besten jetzt, wenn du ich das muss so ehrlich sagen, die zwei waren sehr gut, also haben mir sehr gut geschmeckt. Das war auch wahnsinnig gut. Also die drei stehen bei mir auf jeden Fall an erster Stelle. Vor allem, das ist sehr gut und es ist wahnsinnig gut. Es ist also dann besser als die zwei, nein. Oder was heißt das? Nein, nein, die drei stehen bei mir definitiv an erster Stelle. Da steht definitiv an letzter Stelle. Das ist mir zu herb. Zu Reisdorf? Ja. Ich denke, zwischen Reisdorf und Frühkölsch war kaum ein Unterschied. Nee, nee, das war mir zu... bitter, zu ja, bitter. Zu herb. Und die zwei, ja, die kannst du in der Pfeife rauchen. Die aber geht die Pfeife da nicht aus? Ja, deswegen ja. Das aber ist doch Flüssigkeit. Nee, das ist eigentlich nur Wasser. Raucht also die letzten drei waren eigentlich am besten. Also die waren super. Raucht ihr auch immer Kölsch in der Pfeife? Schreibt es mal in die Kommentare.
Ja, das war wahrscheinlich jetzt das Kölsch-Tasting, aber mein Favorit stand ja fest. Den kannte ich schon, den Rest kannte ich jetzt noch nicht. Der ist gut dabei geblieben. Vielleicht an einem anderen Tag, zu anderer Zeit, ne, in einer anderen Reihenfolge, würde das Ergebnis ganz anders aussehen. Deswegen keine Ahnung. Das heißt jetzt nicht, dass ihr mir nur noch Frühkölsch schicken dürft. Schickt mir einfach alles, was ihr findet. So, dann gucke ich mal, ob man das noch verwerten kann. Und ansonsten danke an jeden, der immer so fleißig Bierchen schickt, die man tasten kann mit Gästen. Überlasst es uns, denn wir sind die Profis. Ihr seht ja, fachmännische Meinungen kommen da an und überhaupt. Ansonsten war es von unserer Seite aus. Möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Möchtest du noch jemanden grüßen? Ich grüße einen Ramon. Und ja, übertreibt es nicht so mit dem Bier trinken. Ja, genau. Übertreibt es nicht immer so. Nimmt ein Beispiel an uns. Ne? Guckt dahin, was die machen da. Die wissen, was sie machen. Manchmal werden sie wieder zur Vernunft. So, ansonsten Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Hannes. Es ist so warm. Es ist eigentlich gar nicht mehr warm, aber das ist jetzt die Ausrede für alles. Ciao.